So. Bonjour zu Runde 4 unseres kleinen Let's Plays. Oder eher gesagt, Let's Schlacht. Unserer epischen Reise durch die Welt von Oxmoskai. Wir sind jetzt im 5. Abschnitt der Story. Und. Ja, lassen wir mal anfangen. Ach, warte, ich muss auch noch Zauberbuch hier benutzen. Ach ja, natürlich. Diese kleinen Zwergenwächter sind ziemlich lustig. Die habe ich mit großer Vorliebe eingesetzt, weil die alles zermürben. Hast du schon mal den Verdrescher ausprobiert? Den Verdrescher? Nee, habe ich noch nicht. Aber den kannst du mal benutzen. Ich benutze dafür dann diese Pfeilspucke. Dann nimmst du den Verdrescher, okay? Okay, alles klar. Was habe ich noch? Thea. Stacheln hast du. Okay, du hast auch diese komischen Rückschlagwände. Ersetz mal noch bitte deine Pfeilspucke gegen... Keine Ahnung. Ich habe doch schon Fallspucke ersetzt. Oder welche die meinst du? Die sind noch da, die Fallspucke. Ach, okay, ich habe das alles mit verwenden. Ich glaube, ich packe da noch Teer rein, weil ich meinen Teer ein bisschen geupgradet habe. Okay, super. Oh ja, ist ziemlich gut upgradet. Ich habe meinen noch gar nicht mehr upgradet, weil ich erst auf Waffen gegangen bin. Ja. Ja, dann kommen die anscheinend angeflogen, oder was? Genau, die kommen jetzt das erstmal angeflogen, aber wir brauchen hier noch keine Verteidigung aufzustellen, weil wir können hier einfach runterschießen. Wir sollten uns jetzt erstmal um die rechte Seite kümmern. Alles klar. Ach, ich bin der weiße Fall, ich wollte gerade sagen. Okay, ab hier können wir, ich mal sagen, erstmal Teer. Ja? Ja, genau, das schätze ich nicht einfach an. Und dann so eine Nagelwand. Oh. Aber ich weiß nicht, die hat nicht die erforderliche Range. Denke. Dann pack hier mal bitte diese Sachen auf den Boden. Warte mal. Lass uns doch. Kurz. Hier die Nagelwände. So, zwei mal. Und. Ach shit. Ich hab jetzt hier die Bahn. Hier kommen sie nicht mehr durch. Zumindest für diese Runde nicht. Warte kurz, ich platziere nochmal ganz kurz den Gimli. So, wir können. Gimli. Das ist ziemlich lustig, weil ich hab mit denen, als ich diese Map schon mal ausprobiert habe, hatte ich glaube ich 5 oder 6 von denen. Die haben mir die Lane prima gehalten. Das heißt, die Circle-Methode klappt auf jeden Fall. Ja, dann mal auf der anderen Seite, oder? Ja, das können wir gleich machen. Wir müssten. Auf der anderen Seite kommen sie ja noch nicht. Die kommen jetzt erst vom Nexus, sag ich mal, und vom rechts. Ah, ja, stimmt. Dann starte ich jetzt erstmal, ne? Okay. Let's go. Ja, jetzt kommt sie erstmal von hier unten. Achso, die Flieger kommen jetzt schon mal. Okay, dann bleib ich hier unten. Das ist meine Menge toter Ochs. So. Flieger schon alle tot? Jo. Ja, sie ist auf dem Himmel. Was ist denn gegen Flieger? Ich kenne mich da noch nicht so aus. Hab ich gerade pausiert? Ja, hast du. Okay, warte ganz kurz, muss man ganz schnell mal pausieren. Das werde ich rausschneiden. Muss ganz kurz meinen Sound leiser machen. Okay, weiter. was gegen Flieger gut ist. Ich hab's ja nicht bis jetzt immer gut mit der Schrotflinte runtergekriegt. Alles klar. Ich denke mal, sowas wie, die Armbrust ist, denke ich mal, ziemlich gut. Weil du kannst mit der Armbrust, auch mit dem Rechtsklick, kannst du sie stunnen. Machst ja, ich meine so als Fallen. Ach so, diese Sachen, die du an die Wände platzieren kannst, sind eigentlich ziemlich gut. Sind die dazu, fliegen die dazu nicht zu hoch oder so? Nee, die fliegen irgendwann dann drunter her. Unter so einer Wand. Dann kannst du diese Teile da dran packen. So. Okay, ich habe alles weggepackt. Warte mal ganz kurz. Passt. Können wir? Okay, ja. Schick mir mehr!
Bleib mal dann, ich bleib dann mal hier oben. Ah ne, Quatsch, die kommen ja sowieso erstmal von hier. Da kommen die Krieger. Komm, da war unsere gar keiner. Ah oh, ne, Quatsch, jetzt noch nicht. Nee, jetzt Flieger kommen die Flieger. Ja, jetzt kommen sie. Shit, ich bin in den Abgrund gelaufen. Scheiße. Was verliert man eigentlich, wenn man stirbt? Na super. Du links, oben links neben den, neben der Welle. Siehst du deine Leben, glaube ich. 27? Was? Ja, weil mir ist auch mal passiert und dann ist davon was weggegangen. Okay. Das ist ganz schön viel Leben. Ja, ich glaube, du sammelst irgendwie mit. Den Leveln. Ich habe so eine Schrotflinte, weil wir haben sie wieder upgraden. Ja, ich habe sie jetzt aufs Maximum geupgradet. Mhm. Ich meine mit den anderen Effekten. Ah ja, stimmt, ich hatte mir gestern noch The Dark Zero Certain geguckt. Guter Und? Film. Guter Film. Ich meine, es ist natürlich unverkennbar, dass die Amis da wieder ja unverkennbaren Patriotismus ausleben wollen, aber. Ja, aber es ist klar, besonders bei so einem sensiblen Thema muss das ja natürlich pro-Amerikaner sein. Das muss sich auch irgendwie verkaufen. Okay, warte mal. Ah ja, stimmt, ich kann ja wieder was bauen. Ja. Also ich denke, ich werde mal wieder. Ich denke, ich werde mir eine Zwergenarmee bauen. Glaube ich dann. Wo ist das ganze Gold hin, ja? Dein gierigen Bastard. Vielleicht sollten wir auf die andere Seite auch nur ein bisschen was bauen. Ah, Quatsch. Das passt schon. Okay, jetzt habe ich hier noch eine zweite Nagelf. Alles klar, ich wäre soweit. Nagelwand, so. Ja, ich auch, let's go. Okay, sie kommt von der anderen Seite, ich geh mal rüber. Ja, das Zwerg gefällt es ja ziemlich gut, glaube ich. Können wir die Zwerge gar nicht upgraden? Ich glaube schon, oder? Müsste ja, eigentlich die gelten ja als Falle, oder nicht? Ja, die Zwerge sind sowieso ziemlich voll. Ziemlich was? Ziemlich voll. Voll womit? Ach, sie gelten als Falle. Ne, schon, ja. Ich habe verstanden, sie gelten als Falle. So. Oh, ein Ogre. Und dann. Ja, mein Ogre ist jetzt tot. Ja, kommt da noch was? Ich hab's auf mein Zwerg abgesehen. Okay, wir haben es geschafft. So, fünf Runden warten noch. Fünf. Das war ja recht easy. Was bringt das denn? Du kannst hier auf diese. Ach! Ach so, krass!
Ach so, wie cool. Du kannst hier auf die, bei den Schienen, kannst du auf diese Schilder schießen. Dann ändert sich die, dann ändern sich die Gleise. Dann fahren die woanders lang. Ups. So ernsthaft hier hinten kommen, kommen die nicht hin. Ja, ich weiß, das war gerade. Mal weg. Nein, 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 nein. Schieb meine Zwerge bloß nicht runter. Das können die gar nicht ab. Ganz schön dunkel, der steht von so einer dicken Laterne. Auf der anderen Seite hast du gebaut? Joa, mehr oder weniger. Okay. Wird schon passen. Warte ganz kurz. Okay, ich baue noch was hin. Nicht, dass wir überrannt werden. Aber hier kann man gar nicht so viel bauen. Ich packe jetzt einfach mal x-tausend Fallen an die Decke. Oh, und Zwerge. Zwerge kann ich auch noch brauchen. Eins. So, also jetzt habe ich hier drei Zwerge stehen, das sollte passen. Flieger! Na, direkt zwei Ogers. Die zweite Funktion, der Panzerfaust ist ziemlich gut gegen Flieger. Was macht das jetzt mal genau? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist so ein Schrotschuss. Oh, stimmt, also stimmt, stimmt. Ich hab's gerade gesehen. Zwei Oger? Ja, das hab ich ja gerade auch gedacht. Okay. Boah, liegt hier viel. Oh, ich bin dauergestunt. Oh Gott, die haben schon viele Flieger drin. No, ich bin runtergefallen. Ja, das ist peinlich. Genau, jetzt habe ich oben irgendwas verloren. So, die Flieger sind tot. Boah. Hm, du hast da oben, glaube ich, irgendwelche Münzen oder sowas. Bei dir. Wo denn? Ach da, ich seh's. Ich da. Ich glaube, das ist auf der Minimap sogar gelb bezeichnet. Gut zu wissen. Boah, wie viele Münzen lassen die fallen, ey. Ups. Kann ich mir noch mehr von diesen kleinen Mistviehkerlen kaufen. Die Sprüche, ey. Gezerrt und gefedert, ne? Mein Zwergenbataillon, ey. Kann man, man kann die Wand... Oh Gott, du musst ja gleich mal runterkommen. Man kann die Wand nicht zufällig spiegeln, diese Klappwand. Ich glaub, doch, du kannst R drücken. Mit R kannst du die Sachen allgemein drehen. Ah, alles klar. Komm hier mal runter. Eine Sekunde. Lass es dich kommen. Okay, bist du bereit? Ja, Moment. So, jetzt. 3, 2, 1, geholt. Das ist meine Show. Und sie wird euch umhauen. Ach, hier ist noch eine Münze. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob du mit der Schrotflinte auf Entfernung, wenn du mit dem kleinen Punkt genau auf den Kopf ziehst, ob es dann immer ein Headshot ist. Was ich meine, logisch wäre es eigentlich nicht, aber... Was erwartest du? Zwei Ogas, geh weg. Drei schon hier, erstes Down. Naja, du meintest ja gerade mit den Stacheln, das ist wäre schwachsinnig, die so weit nach hinten zu setzen, aber man kann sie ja an sich auch reinkiten. Ja, schon. Aber du hast recht, ja, wenn normalerweise laufen sie nicht durch. Hm, gar keine Flieger, das ist diesmal gekommen. Ja. Angenehmer.
Auf jeden Fall. Bereit? 3, 2, 1. Was? Like what? Ah, ich glaube, ich mache hier noch ein paar Zwerge hin. Ich weiß, das ist zwar nicht so dermaßen geskillt, aber. Passt. Zwergenpopulation pro Quadratmeter. Okay, ich bin bereit. komm mal hier rüber. Warte. allein hier. Ach du Scheiße. Es wird erstmal. Also bei mir, die sind noch nie weiter als 4 gekommen. Okay, bereit? Okay, ich bin bereit. Let's go. Ich glaube, jetzt kommen auch wieder Flieger. Warte hier. Ja, da sieht. Oh Gott, ist das genial. Das war nicht dermaßen effizient, aber. Okay, du schießt dich schon runter. Gut, dann nehme ich die hier. Seid ihr bereit? Erdgolems. Die wurden bei mir schon weggezwergt. Ja. Oh, ich sterbe. Diese Stunts, die sind so nervig. Ja, ist vor allem, wenn dann noch ganze Familie drumherum steht. So. Du bist nichts mehr los. Kann ja nicht direkt schon wieder drauf drücken, ne? Theoretisch ja, aber ich bastel mal noch ein bisschen. Okay, ich baue meine Exekutive mal ein bisschen aus. Boah, ich kann schon gar keine Zwerge mehr platzieren. Weißt du, das hat irgendwie ein bisschen sowas von Dragonika, von dem. Von dem Tower Defense Mode. Mit dem Slow und permanenten Schaden. Ja, stimmt. Okay, ich bin ready. Die Tour, ich habe zwar noch 3500 Punkte, aber. Ja, okay. Auf den Schiss. Kann man die Punkte eigentlich irgendwie traden oder sowas? Weiß es nicht. Noch nie getestet. Ich denke nicht. Okay, können wir? Ja. 3, 2, 1. Jetzt gibt's was Feines. Da, Flieger. Was? Ach so. Ja, läuft hier. Gegen Mac Molotov und seine Hustler Gang hat er keine. Haben sie keine Chance. Mac Molotov. Ja, stell dir vor, du könntest ja noch alles in Brand setzen. Ist ja cool. Ein bisschen nachher. Du kriegst ja später so. Ja diese Waffe. Bei mir kommen sie teilweise manchmal aus dem Spawn raus. Hm? Ich liege das von der Handgranate. Jungs, beruhigt euch! Die haben euch nicht euer Gold geklaut. Was? Was? Oh, scheiße. Hast du auch die Flieger ignoriert? Ja. Ich auch. Aber passt schon. Verdammt. Ach, man kann auch auf diese Wagen schießen, wenn die hier oben langfahren und dann lassen die Lava raus. Ach, ich seh's.
Ja, ich glaube, so weit werden die aber hier nicht kommen. Ich glaube, ich mache hier mal die ganzen Fallen raus, damit es mehr ein Kampf zwischen Zwerg und Ork ist. Ja, das mache ich jetzt. Das kann ich gar nicht mehr. Schade. Kannst du einmal die Sachen, oder? Bin ich nur zu. Ach nee, Quatsch, das sind deine Fallen hier. Nimm deine Fallen mal weg. Nö, die bleiben da. Oder warte, vielleicht. Meine Fallen haben auch ein Recht. Vielleicht kann ich. Ja, ich kann die Zwerge auf einen Punkt kompressieren. Nein, bleib da stehen. Jetzt läuft. Jetzt geht er rüber. Geht er rüber. So, kriegt Nachwuchs. Okay, sehr schön. So, ihr geht jetzt noch darüber. Jan, bist du sicher, dass das reicht hier? Komm mal her. Okay, schau dir mal bitte meins unten an. Komm mal her. Ich meine, was. Guck mal. Die Armee der Zwerge. Ich drehe schon meinen persönlichen Hobbit 2. Ja, bei mir könnte es ein bisschen pieksig sein. Okay, let's go. So ganz leicht. Ich muss noch kurz meine Zwergen. Meine Zwerge deportieren. Okay, warte, Flieger kommen. Will ich immer zuerst aufhalten. Flieger in der Luft! Okay. Flieger in der Luft! Nein. Wie kann das denn sein? Oh Gott, nein, ey. Das ist ein bisschen Schwachsinn. Da seid ihr auch so wütend wie ich. Ja, der Ogre kann einfach nichts machen. Oh Gott! Wollt ihr die totale Verklöppelung? Diese Drehteile aus der Decke. Achso, ja. Ork-püriertes. Köstlich. Dann beginnt es also. Oh nein, ey, wir haben es schon wieder total vergessen. Scheiße. Wer, du? Wir. Ja. Nein, meine Seite. Ich doch geachtet. Kann man jemals so viele Fallen haben? Schieb mir nicht. Die Schuld in die Schuhe. Okay. So, ich bin wieder ready. Ich hab jetzt mal auf meiner Seite ein paar Fallen hingesetzt. Ja, ich war viel zu viel damit beschäftigt, meinen Zwergen dabei zuzusehen. Wie sie alles auseinandernehmen. Ja, ich denke, ich brauche einfach ein paar mehr Stacheln. Ich bin ready. Warte mal ganz kurz, ich verkaufe jetzt meine ganzen Fallen hier. Ich brauche die nicht. Dafür soll ich die Fallen da wegnehmen? Dafür kann ich mir noch mehr Zwerge kaufen. Yes! Nein! So viel jetzt auch nicht. Ich dachte ja. Oh ja. Okay, dann verkaufe ich noch kurz. Welche verkaufe ich denn? Ich verkaufe die hier. Jungs, mal bitte alle darüber. Krieg noch einen Zwergenbruder. Okay, wir können. Ich bin bereit. Kannst du bitte einmal kurz auf diese Seite kommen? Mein. Durchgestachelt. Ja, aber wie weit auch schon. Oh Gott. Und wie weit kommen die? Ich komme dann nicht aus dem Spawn raus. Nee, die kommen nicht sehr weit. Oh, eine Münze. Nee, Scherz. Okay, let's go. Die Fliege auf deiner Seite, pass auf. Ich sehe es. Okay. Wie die den Ork vermöbeln, wie die den Troll vermöbeln, das ist so krank. Den Ogre meine ich. Nein, ich bin runtergesprungen, oh, ich bin so ein Depp. Oh ja, ich sehe, man verliert ganz schön viele Punkte. Das ist meine Menge toter Ochs. Das war's, bitte. Flieger in der Luft. Ach. Was ist das für ein Schuss, den man hier raushaut? Du meinst mit dem Raketenwerfer? Ja. Das ist irgendwie so ein Sniper-Schuss oder so, weil der ist richtig. Nein, der streut so. Das ist keine Rakete.
weiß es nicht. Was? Ein Zwerg ist gefallen. Nein. Muss ich wieder aufbauen. Das war mein Off-Tank, das war mein Off-Tank. Ist das bei dir? Ja, okay, ich dachte, das wäre eine Fliege. Ja, ich würde mal sagen, gute Arbeit. Also, sie kommen einfach nicht voran. Meine Fallen slow. Ich habe jetzt gerade einen diensthabenden Offizier ernannt. Ach schade, ist schon vorbei. Okay, super. Hat doch gut geklappt. So, dann fünf sieht man Schädel. Sich. Ja, bei mir auch. Sieht man sich beim Teil 5. Jetzt aber kommt. Bis dann.